willkommen, ich bin Herr Bergmann und wir spielen wieder eine Runde GTA Online mit den Paluten. Hallo. Hallihallo. Und eigentlich auch Miguel, ne? Der uns jetzt hier gerade. Miguel verfolgt uns wieder. Ja, guck da mal hier. Ist er. Der hat so eine, ey, Miguel hat so eine geile Anmache hier. Und zwar fährt er irgendwo ran und dann öffnet der so ganz cool. Ich hoffe, er macht es jetzt nochmal. Seine Beifahrertür, habt ihr es gesehen? Ich weiß nicht, wie er das macht, ey. Hat er es wieder gemacht? Ja, tatsächlich. Ja, guck mal hier. Wie kann man das machen? Das war knapp gerade. Oh, ja, aber holla. Also wenn ihr wisst, wie man das machen kann, wenn man die Beifahrertür öffnet, bitte schreibt's mal in die Kommentare. Ich finde das so cool. Ja, Miguel, ich schwöre, jetzt reicht's mir hier langsam mit dir. Es ist der völlig, er eskaliert völlig. Guck ihn dir an. Er schießt auch. Das bist du doch gerade, oder? Nee. So, aber Palud und ich sind eigentlich hier, um was völlig anderes zu machen. Und zwar wollen wir heute eine etwas stilbezogenere, etwas ruhigere Runde schieben. Runde Kugel schieben. Und zwar, fahre fort, bitte. Achso, ich soll jetzt das natürlich, ich dachte, wir, okay. Ja. Wir werden uns heute mal ein wenig einkleiden. Wir haben zwar schon ganz nette Klamotten, aber wir wollen mal gucken, was es noch so gibt. Und dementsprechend suchen wir jetzt hier gerade den nächstbesten Aber seine Tür ist weg, jetzt kann ich nicht mehr so einen coolen Move machen. Haha. Ja. Ich habe auch keine Tür mehr. Ich dachte mir, nachdem Paluten und ich letztens die Schuhe ja verbrennen sehen mussten, kaufe ich mir jetzt einfach mal ein paar neue Schuhe. Das ist auf jeden Fall so mein Erfolgswunsch für heute. Magst du uns einmal auf der Map zu einem zu einer edlen Boutique führen? Und ich favorisiere ja immer, ich vergesse den Namen immer, aber irgendwo beim Pegasus Drive. Also jetzt nicht mit den Discounter oder sowas. Muss schon ja, aber ich glaube, die verkaufen alle immer das Gleiche. Aber ich werde. Ja, ich glaube schon. Was ist das denn? Ach, das ist der Stripclub. Okay, klar. Natürlich, klar. Den kennt Paluten. Genau. In- und auswendig kenne ich den. Wir fahren einfach mal. Ich markiere erstmal den hier. Mal gucken, ob wir dann auch dort etwas feinere Sachen kaufen können. Okay. Und dann gucke ich mal, wie du wieder hier rumfährst. Also der Stalker macht mir langsam echt wirklich ein bisschen Sorgen. Ja, er ist auf jeden Fall uns immer dicht auf den Fels, er kommt auch schon wieder um die Ecke gefahren. Hast du eigentlich die Möglichkeit, kann man auch Gebrauchtautos kaufen oder sowas? Weil ich meine, wir brauchen für dich eigentlich auch noch einen neuen Wagen, ne? Du kannst ja nochmal kurz vielleicht auch das Geheimnis lüften. Du hattest es ja in einer der anderen Folgen, konnte man ja sehen, was für eine geile Karre in Paluten rumgefahren ist. Wir dachten erst, es wäre das kleinste Auto, das es in GTA überhaupt gibt. Stellte sich aber heraus, dass es gar nicht so klein war in Natura, im Normalzustand, sondern einfach sowas von zerbeult war. Das ist eben so klein. Der hatte auf jeden Fall ziemlich gelitten. Warte mal, wie hieß er nochmal? Futik? Futo. Futo, genau. Bei Karin, glaube ich. Genau, Karin Futo. Und ja, der war einfach völlig. Da schubst du mich wieder weg. Ich schwöre, jetzt muss ich leider meine kassieren, du. Jetzt komm. Nee, hier drin kann man nicht schlagen. Das geht leider nicht. Wirst du schon sehen, wie ich den hier gleich. warte mal eine Sekunde. Das war ich. Jetzt gehen wir mal kurz hier raus hier. Weißt du? Guck mal, er überlegt sich gerade hier. Und dann putze ich einmal mal in diesen. Kommen die Schüsse an? Ja. Nee, achso, ich habe sie nur gehört. Achso, okay. Aber geh auf sein Auto, mach sein Auto kaputt, ey. Nee, wobei nicht, dass die Polizei jetzt noch kommt. Genau. Okay, wir gehen jetzt mal hier in diesem wunderschönen Store shoppen und gucken mal, ob es hier wirklich alle Sachen gibt. Ja, oder du hast recht, es gibt alle Sachen hier. Okay. Ja, aber ich sehe gerade. Bei Rang, guck mal hier, das wunderschöne gemusterte Sportsacko bei Rang 82. Also da fieber ich auf jeden Fall nicht drauf hin. Oberteile, Sacko? Genau, ganz unten dann. Gemustertes Sportsacko. Oh ja, Traum. Das trage ich auch privat ganz gerne. Ja. Ja, aber eigentlich bin ich mit meinem Outfit so schon. Oh, hallo. Auch so schon ganz zufrieden eigentlich. Also wollen wir oberkörperfrei rumlaufen. Mit den ganzen Blessuren hier, so ein bisschen Lethal Weapon 2 mäßig. Ihr könnt mal machen. Vielleicht, ich überlege auch einfach mal so, einfach nur das Sacko zu tragen und darunter nichts. Das ist so, was ich kenne durchaus Leute im. Hast du schon? Warte. Sehr cool. Ich kenne durchaus Leute in gewissen Oh Gott. Erzähl ruhig weiter. Kriegen wir es noch gewissen hin? Lokalitäten, die sowas wirklich tragen. Okay. Ich weiß ja nicht, in was für Lokalitäten du dich so rumtreibst. Nee, wirklich in angesagten Clubs hier in Hamburg, die mir unter anderem auch gehören. Ja, was viele eben auch nicht wissen, Herr Bergmann ist nicht nur Mathelehrer, sondern auch Clubbesitzer. Genau. Also kommt gerne mal vorbei in Bergmanns Showbar. Hier bei uns auf dem Kiez. Traumhaft. Ich bin mir nicht ganz sicher, hieß die wirklich so? Bergmanns Showbar? Die hieß Bergmanns Showbar, ja. Achso, ach, und dann wurde sie aufgekauft vielleicht? Von Susi? Nee, ach du meinst Susi, ja, wir hatten ein bisschen Streit, irgendwie seitdem hat sie den Namen da. Das ist eine wilde Geschichte, die erzähle ich in anderen Folgen mal. Okay, gut. Gut. Was nehme ich denn? Nee, komm, ich brauche ein Hemd. Tut mir leid, weißt du?
Nee, das, nicht das Hemd, auf gar keinen Fall. Was sind denn das für Hemden? Oh, das sieht gut aus. Zack. Ja, guck mal, Hemden für Westen, das ist aber auch wieder sehr interessant jetzt. Weiß und lose, das kaufen wir mal. Wir spielen jetzt gerade ein bisschen die Sims. Genau, ich verliere mich in sowas ja unglaublich gerne, ne? Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja ein Gangster der alten Schule, so Scarface-mäßig. Und ich werde jetzt einfach, und vor allen Dingen Miami Weiß, deshalb werde ich mir jetzt einfach mal für 2520 Dollar ein rotes Sportsakko gönnen. Also ach, man muss auch einfach mal gönnen können. Hey. Ja, fesch. Aber dann mach mal bitte das Hemd in die Hose, das geht ja wohl gar nicht. Nee, ich bin super leger und so. Ja, du bist ein lässiger Typ, ja. Genau. Und dann können wir mal... Ach, er hat sich auch umgezogen hier. Guck mal, wie jetzt auch hier ein Sakko antritt. Ja, okay. Nur weil du, weißt du, Kleider machen Leute, das stimmt überhaupt nicht. Nur weil du jetzt hier ein Sakko trägst, heißt das nicht, dass du jetzt zu uns gehörst hier. So, ich brauche Hosen, Leute. Oder ja, da gucke ich auch gerade. Wo sind die denn? Ja, ach, da in der Ecke. Gefunden. Elegante Schuhe. Ich hätte gerne braun. Ja. So. Ah, die kann ich natürlich wieder. Auch so Elf. Ach komm. Ach, das sieht alles nicht. Wir haben zu wenig Rang. Wir sind hier nicht erwünscht. Tanktops? Oh, das sieht gar nicht schlecht aus. Dazu noch das Schwarze. Aber ich kann mir, glaube ich, noch keine richtige Hose holen. Dein Gesicht sieht so verbeult aus. Ja, irgendwas ist da schief gelaufen. Also ich zoome jetzt mal so ein bisschen hier ran. Sieht auch stark nach Verbrennung aus, oder? Ja. Ja, oder halt ein paar Mal derb auf die Fresse geflogen irgendwie. Gar nicht so unwahrscheinlich bei den Sachen, die wir schon erlebt haben. Echt, wir haben schon einiges. Oh, Accessoires. Was haben wir da? Krawatten, oha. Man kann sich Krawatten... Eine Fliege. Ja, guck mal, das meine ich. Das ist zum Beispiel auch cool. Ich habe die Wahl zwischen keine Krawatte und schwarzer Fliege. Ich habe zum Beispiel hier eine Uhren. Was denn ja, da? Für 5000 Euro kaufe ich jetzt eine Uhr. Das kann ich nicht machen. Ah, diese hässliche Scheiße hier. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob mein rotes Sakko so der beste Kauf war. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, das war so einer dieser Spontankäufe. Man ist in den Laden gegangen, weißt du, hat das angezogen, dachte sich, boah, das ist einfach der Knaller. Mhm. Aber dann hast du es irgendwie nochmal an und dann denkst du dir so, boah, das ist aber irgendwie nicht so das Ganze. Deshalb muss ich ganz ehrlich nochmal irgendwie gucken, ob ich das Sakko nicht nochmal bei eBay loswerde. Und deshalb gucke ich jetzt nochmal Sakkos. Sehr gut. Ich kann mir das alles nicht leisten hier. Das ist richtig scheiße. Ich bin richtig enttäuscht gerade. Also Level 15 muss schon sein. Dann habe ich meine schiefergraue Wunsch. Ey, was ging da ab? Oh, wer ist er denn? Alter, oh Gott, lass mich weg hier. Wer ist er denn? So eine Scheiße. Der knallt hier alles ab, Mann. Der rastet hier völlig aus. Gott sei Dank hatte ich meine rote Sportsacke nicht. Was geht ab hier, Mann? Was ist los mit ihm? Hat's mich gehämmt. Was für ein Typ? Ich weiß nicht, Miguel ist draußen. Scheiße, Mann. Oh, shit. Was machen wir jetzt? Alter, ich hab keine Ahnung, wir müssen zum... Jetzt kommt er kommt rein, aber da verliert er die Waffe hier. Ja. Was ist das denn für ein Hillbilly? Er ist tot. Halt. Wer? Miguel, unser Held, Alter, ich sag's dir. Können wir nicht applaudieren. Miguel, mit dem smarten Filmhut, Alter, Miguel. Oh, Miguel. Oh, komm. Ich möchte mal. Binko Bekleidung hat geschlossen? Wir können nichts mehr kaufen. Weil sie tot ist. Achso. Oh nein. Oh shit. Oh, sie liegt hier. Ey, ganz ehrlich, sie hat nur hier für den Mindestlohn gearbeitet. Wirklich. Oh, sie hat Geld liegen lassen. Zack, meine 34 Dollar. Ey, das ist mein erster. Oh nein! Oh shit. Er ist wieder da. Und er ist wieder weg. Okay, weißt du was? Ich muss hier weg. Also Binkus hat sowieso geschlossen. Gell, und nee, ich schnapp uns jetzt diesen sweeten Mini Cooper. Wir konnten auch beide einsteigen. Nein, warte, bitte, warte da. Ihr müsst mich rächen. Ich bin doch gleich wieder da. Ey, das ist mein erster. Ich möchte jetzt nicht Lachflash nehmen, weil es wäre übertrieben. Ich lache ja wirklich selten, aber Miguel hat mich gerade wirklich gekillt, ey. Hier. Das fand ich großartig. Da sind wir. Ja, da kann ich nicht einsteigen jetzt, ne? Kannst du das nicht rausschmeißen? Oh, Miguel macht Platz. Oh, Miguel. Okay. Oh, Miguel. Miguel. Ja, steig drauf, Miguel. Halt dich fest. Also, ganz ehrlich, du hast uns echt wirklich super gerettet. Ja. Das muss man einfach mal so sagen. Ich versuche jetzt auch extra langsam zu fahren. Oh. Miguel, wirklich, falls du das irgendwie siehst, schreib gerne mal in die Kommentare. Ich finde dich großartig. Wir machen auf jeden Fall jetzt. Ich hab dort hier. To the heart, Bro. To the heart. To the heart. Und wollen wir mal ganz kurz die wechseln, hier den Fahrer? Die können wir machen. Okay, weil das ist ja... Ich wollte auch nur kurz im Kreis drehen, weil mit meinem Shopping-Ding war ich noch nicht zu Ende hier. Wobei, es hat auch keinen Sinn, weil... Was, eine rote Sportsacke, bist du wieder los, oder was? Ja, ich dachte, wie gesagt, ich habe Spaß spontan gekauft. Okay. Und ich bin dann geswitcht. Ja. Muss auch mal sein, ne? Ja.
Aber vielleicht später. Vielleicht später. Falls wir mal irgendwo in den Stripclub gehen. Ach, wieso ist denn hier ein Haus? Das ist doch hier das. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung! Er lebt noch, er lebt noch alles. Dieses Spiel macht mich so fertig. Dieses Spiel macht mich so. Er steigt auf. Jetzt läuft er weg. Er klaut sich aber selber. Miguel. Miguel, es tut mir so leid. Aber ich kann jetzt hier was kaufen. Guck mal, was kostet mich die Scheiße hier? Drücke zum Apartmentkauf. Okay. 80.000, Alter. Siehst du aus, oder was? Das kann ich mir gar nicht leisten. Wir brauchen mehr Jobs jetzt. Wir brauchen mehr Jobs. Okay. Rein hier. Dann such uns mal einen. Obwohl, ich suche uns einen. Miguel, Miguel, Miguel. Entschuldigung. Oh, der ist aber auch, ich glaube, der ist ein bisschen suizidgefährdet manchmal. Ich sag's dir. Der hat so Momente. Ich hätte noch von Lamar ein paar Ballers gegen die Wand. Oder ich hätte noch Death Metal. Ja, hau rein. Also da müssten wir Paketboote sozusagen spielen. Bei der einen Mission und bei der anderen von Larmar müssen wir ein Auto zurückholen. Ich finde, beides hört sich echt gut an. Wir können auch beides machen. Ja, dann hau rein. Dann lad mich ein und dann bin ich sofort dabei. Ach, wie herrlich. Aber das war gerade großartig. Also, das erste Mal, dass ich so richtig bei einem Let's Play lachen musste. Ich bin gerade total voller Freude, ehrlich gesagt. Wie so ein guter Film, weißt du? Ja. Ey, Miguel hat echt mein Abend gerettet. Hat auf jeden Fall gute Aktion gebracht, der alte Kerl. Echt, großartig. Ach, hier gibt's den Helikopter. Der hat schon wieder einen Helikopter geklaut. Echt? Ist der da? Mhm. Wollen wir nicht, bevor wir den Job annehmen, einfach mal Miguel zuliebe in seinen Helikopter einsteigen? Ja, kannst du noch mal wieder zurück? Ja, dann machen wir das. Weißt du, dann gehen wir hier einfach mal. Miguel soll uns mal so ein bisschen die Stadt zeigen. Genau. Ich steige jetzt mal hier mit ein. Aber das ist das erste Mal, dass ich in GTA Online irgendwie in irgendeiner Weise fliege. Aber bei GTA normal schon, ne? Ja, klar. Ja, klar. Aber Helikopter bin ich da, glaube ich, auch noch nicht geflogen. Ach, Überwachungskamera kann ich auch benutzen. Habe ich Raketen? Nee. Hast du einen Fallschirm? Ich hatte die ganze Zeit einen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich ihn verloren habe, als ich gestorben bin. Ich habe einen, ja. Wie konntest du das auswählen? Wenn du Viereck drückst, okay, dann hast du doch die Pistole uns angezeigt. Warte mal, Viereck? Achso, das war X. Also X, ja, sorry. Okay. Ah, oh yeah, ich habe auch einen. Ja. Ey, dann lass uns mal hier irgendwie. Warte mal, habe ich den jetzt? Wieso kann ich mal da oben drauf landen? Es wäre so cool, wenn wir irgendwie schreiben können, aber vielleicht ist er klug genug, das selber zu wissen. Das sieht so aus, ey, Miguel entwickelt sich hier zu einem absoluten. Der Hammer. Und jetzt raus. Zack, raus hier. Miguel, du bist unglaublich. Musstest du denn die Waffe auswählen? Oder nee, habe ich den jetzt einfach so? Jetzt einfach, wir können jetzt einfach runterspringen. Das ist natürlich gut. Okay, schauen wir mal. Ja, wir sollten aber noch eine Etage weiter runter, sonst wird das relativ, Okay, warte. Zack. Dann okay. Bringt die Gang einfach nochmal. Wollen wir nochmal? Aber dann würde ich auch sagen, machen wir die Aufnahme nochmal Stopp, oder? Wir müssen ja so viel Zeit weg, glaube ich. Okay. Wir müssen eine XXL-Folge machen, Digga. Eine XXL-Folge wieder, Digga. Ich weiß ja nicht. Wobei, ich fände es auch nett, wenn wir dann die Shopping... Wir können erstmal runterspringen. Bereit? Okay. Okay. Wer schießt denn hier? Weiß ich nicht. Miguel wieder, Miguel dieser wieder, Verrückte. Der Verrückte. Okay, 3, 2, 1, los! Whee! Oh, ich hab meins, glaube ich, ein bisschen. Oh, wir haben jetzt aber hier gewagte Farben. Alles gut. Oh, stimmt. Oh. Wo wollen wir denn landen? Weiß ich nicht. Bei Mini Cooper. Okay, wir landen beim Mini Cooper. Ich geb nochmal hier ordentlich Stulle. Ich wäre fast. Yo! Paluten macht's wieder. Oh Gott. Oh, das war so manchmal. Wo ist er denn eigentlich, der? Ja, warum folgst du mir denn nicht? Ach so. Ja, warte, ich dreh noch mal kurz ab. Ach, da hinten bist du. Du bist ja noch richtig weit oben. Ja. Warte mal, ich muss mal ein bisschen Tempo rausnehmen. Ich sehe ihn sogar. Ich sehe ihn da hinten. Oh Gott, das macht schon Spaß. Macht schon Spaß. Ja, einfach so ein bisschen rumzugleiten. Echt. Ganz entspannt. Schön wäre es gewesen, wenn jetzt wirklich Nacht gewesen wäre. Oh ja. Geht gerade die Sonne auf? Sieht so aus, ne? Schön. Und perfekte Punktlandung. Dede. Ey, besser geht's ja wohl nicht, oder? Sorry, ganz ruhig, Mann. Oder bist du Stress oder was? Oder was ist los mit dir, hä? Hallo, der alte Bruchpilot. Alles cool? Oh, Digga. Ey, wenn eine Schlägerei. Boah, was bist du denn? Sag mal. Zack. Alle rauf da wieder. Und er wieder. Miguel, rasse. Ich hab Miguel gehaust. Der wollte ich einfach. Miguel. Oh, hey! Sag mal. Alles cool.
ey, ganz ruhig, schubsen musste die noch. So, du könntest den Hut jetzt hier mitnehmen, wenn du willst, vielleicht, sag mal. Ne, komm, lass uns die Folge so stehen. Wir widmen diese Folge nur Miguel, finde ich. Okay, definitiv. Also auf jeden Fall. Dann machen wir bei der nächsten Folge machen wir die beiden Missionen wieder. Okay. Wunderbar, dann war's Miguel, das. Großes Danke an dich. Bester Mann. Bester Mann. Und wir sehen uns gleich wieder, Leute. Leute, hier. Oh, jetzt warte mal. Da wird noch jemand abtransportieren. Ja, nicht, dass sie ihn jetzt wiederbeleben hier, ne? Das wäre natürlich nicht so smart. Ja, warte, ich mach nochmal kurz, damit er wirklich Ende Gelände ist. Ja. Oh! Hoppla. Okay, damit war's das, Leute. Wir haben hier alle auf jeden Fall fertig gemacht und dann sehen wir uns in der nächsten. Miguel hat schon wieder einen Helikopter, aber das sehen wir alles in der nächsten Folge. Genau, es bleibt spannend, es wird so unglaublich spannend. Also, bis gleich. Tschüss.